Wir brauchen auf jeden Fall auch Dragona, wir haben gerade gesehen, dass er auch eine Vorliebe hat, mit dem Kram anzukommen. Mit den Raumjägern. Und wer weiß, ob er nicht auch schwere Kreuzer hat. Das wäre ziemlich mies. Weil wir haben überhaupt keine Flugeinheiten, die wir dagegen in Stellung bringen können. Hat er da schon wieder was, was ich Psi stürmen kann? Er hat die Dinger da wieder hingestellt, aber er hat sie reparieren lassen, glaube ich. Naja, ich sag mal so, das kostet ihn auf jeden Fall Mineralien, also. In jedem Fall hilft mir das. So. Sag mir nicht, dass der gefangen ist. Doch, ist er. Dann brauche ich wirklich einen Shuttle. Bitte geh hier hin. Ich weiß nicht, ob er dann wirklich auch da rauskommt, wo ich ihn haben will. Aber wir werden es probieren. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Die Protoss-Kampagne hier in Brood War hat übrigens nur 8 Missionen. Anders als die des Hauptspiels, die ja 10 Missionen hatte, müssen wir uns hier mit 8 Missionen begnügen. Aber das ist für ein Add-on auch reichlich genug. So, wird überall gebaut. Ich bin mir nicht sicher. Sollen wir auch noch hohe Templer bauen, dann für Archonen? Eigentlich bringt das schon was, denn Archonen sind ziemlich mächtig. Ja, ich tendiere dahin. Ich tendiere in die Richtung. So. So, dann bauen wir hier mal hohe Templer. Bauen wir schon mal 2 Stück. Und euch bringen wir schon mal hier runter. Damit dieser eine Dragoner hier nicht mehr so einsam ist. Oh, das wird gleich ein Spaß, da anzugreifen. Ich sag euch das. Das wird ein Spaß. Wir stellen den jetzt schon mal irgendwie... Wir stellen den mal hier. Ah ja, guck mal. Guck mal einer an. Aber wir sind jetzt mal richtig mies. Oh! So viel zu dem Thema, wir sind jetzt mal richtig mies. Dann machen wir das anders. Also, er bereitet offenbar einen Angriff gegen mich vor. Wo holt er die Truppen her? Holt er die von hier, von der Seite? Oh! Zurückziehen! Ja, das lief besser. Das kann man nehmen. So, hohe Templer. Und hier auch noch ein paar Truppen. Ich würde sagen, wir sind bald soweit und können angreifen. Jetzt, vor allen Dingen jetzt, müsste er eigentlich auch geschwächt sein. Das heißt, wenn ich die jetzt mal hier so ein bisschen vorschicke. Wir müssen halt nur aufpassen auf den... Da kommt schon wieder ein. Was soll es denn werden, wenn es fertig ist? Wir müssen nur auf die Panzer aufpassen. Doch nicht 3 Scarabs auf einen Marine. Was macht ihr denn immer? Du schießt auf den. So, das ist schon mal weg. Nice. So. Der kommt gleich noch. So, die morphen sich. Du sehnst den Kampf herbei. Das ist schön für dich, Berserker. Du wirst deinen Kampf auch bekommen. Ihr alle werdet eure Kämpfe bekommen. Was wird das? Goliaths! Erklärt mal.
Das ist nicht komisch. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Archon einfach nur episch finde. Sowohl vom Design als auch von der Einheit, die daraus entsteht. Weil sie einfach mega stark ist mit 350 Schilden. Und die ziehen wir schon mal ab, die gehen schon mal nach oben. So. Was morphen? Was machen die da? Die schicken irgendwie Einheiten hin und her, das gefällt mir nicht. So, die drei Archonen kommen auch noch mit. Und ich bin jetzt ganz guter Dinge, dass wir da eigentlich durchkommen müssten. Berserker. Okay. Wir schicken jetzt mal ganz langsam die Räuber vor. Und dann ziehen wir alles andere nach. Ich werde mich einmal hier komplett durchfressen. Okay, da ist noch ein Detektor. Weg mit dem Detektor. Okay. So, der Detektor ist weg. Jetzt brauchen wir die. Da oben ist noch ein Detektor, das heißt, mit dunklen Templern hier anzukommen, bringt uns nichts. Aber wir werden mit den Berserkern die Stellung stürmen. Oh, der Panzer war so dumm, ist aus seinem Belagerungsmodus rausgegangen. Das wird ihm jetzt natürlich zum Verhängnis. Greif bitte den Raketenturm an. Und dann können wir jetzt mal hier weiter gucken. Was ist denn hier noch Schönes? Komm mit, Detektor. Kleiner Beobachter, zeig mir alles. Show me everything. Okay, hier ist nichts. Aber irgendwas muss hier doch kommen. Raumjäger. Ja, die werden ja nicht weit kommen. Da unten. Ghost. Ah ja, hier unten geht's weiter. Die Basis ist hier. Ja, Zerebrat. Wir ziehen alles runter. Auch unsere Truppen hier und dann werden wir von hier angreifen und es langsam durch die gegnerische Base fressen. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Dragoner. Dragoner haben wir tatsächlich zu wenig. Und hier brauchen wir mehr Pylonen. Alle hier durch. Das wäre ein bisschen sehr viel einfacher, wenn man Shuttles hat wahrscheinlich, wobei man da auch das alles managen müsste, also vielleicht doch nicht. Aber das führt zu nichts, Freunde. Ich will euch das nicht unbedingt jedes Mal wieder sagen müssen, aber es führt zu nichts. Shuttle nehmen wir jetzt mal. Der Shuttle kann uns die Räuber hier viel schneller durch die Gegend transportieren. So. So. Ihr, meine Freunde, spielt nämlich die Hauptrolle. Ihr müsst nach vorne. Ihr seid doch meine Belagerungskämpfer. So. Jetzt kann ich wieder nach oben gehen und die Drakoner, die da rauskommen, durch die Gegend karren. Scheißkinder. So. Ich würde sagen Angriff. Urai ist ja jetzt nicht mehr so weit entfernt. Schon wieder. Greift an. Greift an. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Okay, da haben wir einen Bunker. Oh, eine gegnerische Basis. Sieh einer an. Dann werden wir sie gleich auch mal dem Erdboden gleich machen. Das ist aber weniger gefährlich. Da kommen Panzer. Da kommen jetzt langsam auch mal ein paar Truppen. Vorsicht. Schießen auf die Goliaths. Schön. So, das Ding ist zerlegt. Können wir jetzt von der anderen Seite kommen? Greift mal an hier. Ich hab keine Angst.
Keine Angst. Vernichtet diese lächerliche Terraner-Base. Oh, fuck. Panzer. Wir verteilen uns gerade zu sehr. Schön. Auf die Detektoren. Und wie geht jetzt weiter hier? Haben wir hier noch irgendwo Panzer? Oder nicht? Sind wir da? Was ist denn mit diesem Berserker passiert? Wurde der angegriffen? Die sind einfach too strong. Oh, der Beobachter muss hier ein bisschen aufpassen. Sonst erlebt er eine böse Überraschung. So, du musst die durch die Gegend karren hier, weil die schon wieder Unsinn machen. Wir haben jetzt hier theoretisch noch eine ganze Truppe an Dragonern, die wir durch die Gegend fahren können. Frage ist, brauchen wir die überhaupt noch? Wir laufen hier gerade überall zu viel durch die Gegend. Irgendwo ist da doch ein Panzer. Ich höre auf jeden Fall... Oh, da ist er. Ja. So, wie hält man denn diesen Panzer auf? Am besten stürmt man einfach auf ihn drauf und macht alles kaputt. Auf da. Sehr schön. Jetzt kann Kerrigan zum Kristall. Schon unterwegs. Der Kristall ist hier, Jungs. Schickt eine Sonde hin, um ihn einzusammeln. Dann ist unsere Arbeit hier beendet. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Kerrigan. Es scheint mehr in euch zu stecken, als der erste Eindruck vermuten lässt. Vielleicht habe ich euch falsch eingeschätzt. Bei dem, was du erlebt hast, kann ich dir das nicht übel nehmen. Los, erledigen wir unseren Job. Sehr schön, ja. Die Beziehung zwischen den beiden könnte man als vorbelastet bezeichnen. Ja. Wir haben Uray. Damit haben wir einen der beiden Kristalle, die wir brauchen, um Shakuras Zerg frei zu bekommen. Und man hätte niemals gedacht, dass Kerrigan uns dabei helfen würde. Und wir haben hier den Atlasflügel und den Elitekämpfer, Terraner-Spieler. Und das waren nur planetare Verteidigungskräfte, hatten also nichts zu tun mit der Konföderation, mit der Terranischen Liga oder mit sonst irgendwem. Interessant. Die Schlacht von Braxis. Protoss-Flotte im hohen Orbit um den Planeten Braxis. Exekutor, unsere Sensoren haben gerade eine große Gruppe terranischer Raumschiffe aufgespürt. Ihre Zusammensetzung entspricht allerdings keiner einzigen der terranischen Gruppierungen, auf die wir bisher gestoßen sind. Wir fangen gerade eine Nachricht vom Hauptschiff der Flotte auf. Es hat sich als die Alexander identifiziert. Protoss, Commander. Ich bin Vice Admiral Alexei Stukov vom Vereinigten Erddirektorat. Wir sind hier, um die Terranische Liga und deren Außenkolonien zu übernehmen. Sie machen sich gerade einer direkten Verletzung des terranischen Raums schuldig und haben ganz offen terranische Streitkräfte angegriffen. Senken Sie Ihre Schutzschilde und fahren Sie Ihre Waffensysteme herunter. Das VED wird Ihre Schiffe übernehmen und desgleichen alle Beutestücke, die Sie von diesem Planeten mitgenommen haben. Vereinigtes Erddirektorat? Rayner hat einmal von der weit entfernten terranischen Heimatwelt gesprochen, die er Erde nannte. Diese Menschen sind von weit her gekommen, um uns den Krieg zu erklären. Fasst euch, Ceratul! Das klingt ja fast, als ob ihr diese Menschen fürchtet. Was sind sie denn schon im Vergleich zu uns? Waren wir es nicht, die den gefürchteten Overmind besiegt haben? Ja, Artanis. Wir haben den Overmind besiegt. Allerdings mit Hilfe einiger Menschen. Ihr solltet euch nicht dazu hinreißen lassen, sie zu unterschätzen. Natürlich.
Exekutor, ich werde den Mut dieser Menschen testen, indem ich euren Schiffen vorauseile und einen Weg durch diese Blockade ausfindig mache. Entaro Tassada. Vereinigtes Erddirektorat, also ja, das ist eine neue große terranische Gruppierung, die von der Erde kommt und wir haben sie im Intro kennengelernt, denn jetzt macht das Intro auch einen Sinn. Wir haben Alexei Stukov, den Vice Admiral des VED und Gerard Dugal kennengelernt, der Admiral, und sie wollen offenbar die terranische Liga unter Mengsk übernehmen, wahrscheinlich weil sie ja auch zu den Menschen gehören und die Menschen, die damals diese vier Supercarrier losgeschickt haben von der Erde aus, wollen jetzt wahrscheinlich wieder die Kontrolle zurückgewinnen und das VED hat sich einfach mal gedacht, okay, schicken wir unsere Truppen los und ja, jetzt treffen wir auf sie. Wir haben in dieser Mission Artanis als Heldeneinheit und das ist sehr cool, denn er ist eine Scout-Einheit. Wohin soll meine Wut sich richten? Und wie ihr sehen könnt, hat er wesentlich mehr Trefferpunkte als der normale Scout. 500 insgesamt und der normale Scout hat nur 250 insgesamt. Die Schilde sind deutlich stärker. Und auch die Raketen sind deutlich stärker und auch die Zwillingskanone ist deutlich stärker. Also haben wir hier einen wirklich starken Helden. Das ist übrigens eine sehr interessante Mission. Wir müssen nämlich mit den wenigen Truppen, die uns zur Verfügung stehen, und ihr könnt ja erkennen, dass es wirklich nicht viele sind, müssen wir nach und nach diese 5 Generatoren ausschalten. Bei jedem Generator bekommen wir neue Einheiten, die wir dann wiederum für den nächsten Generator brauchen. Also es ist eine ganz coole Sache. Und das erste, was wir jetzt tun werden, ist unsere wenigen Einheiten, die wir haben, in unsere Shuttles tun und sie hier landen lassen. Wohin soll meine Wut sich richten? Für Ayur! Artanis ist ziemlich cool. Und spätestens in StarCraft 2 werdet ihr das ebenso erkennen. Die Bewegungsfreiheit unserer Flugeinheiten ist hier tatsächlich relativ eingeschränkt. Dadurch, dass überall, im Prinzip wirklich überall, diese Raketentürme sind. Deswegen werde ich die jetzt teilweise mal abschalten. Die werden aber auch abgeschaltet, wenn man den dazugehörigen Generator zerstört. Und das wäre dann dieser hier. Okay, da haben wir einen Bunker. Wir sollten aber eigentlich genug Manpower haben, um den zerstören zu können. Okay, das ist tatsächlich recht blöd. Da ist nämlich noch ein Bunker. Kann uns der Artanis vielleicht auch helfen? Den können wir jetzt eigentlich, glaube ich, ein bisschen vorziehen. Oh, sehr gut. Wir können von hier unten die Raketentürme zerstören. Dann können sich unsere Flieger noch besser bewegen. Ich denke mal, wir werden die einsetzen. Um etwas gegen diese Bunker zu unternehmen. Können wir denn nicht jetzt theoretisch die hier einladen? Und dann von hier oben den Bunker wegschießen? Ist das nicht möglich? Wir werden das jetzt einfach mal austesten. Okay. Die Reichweite ist Wahnsinn. Dann habe ich eine bessere Idee. Wir werden die Flugeinheiten einfach nutzen, um den Energiegenerator selbst zu zerstören, und dann müssen wir den Bunker wahrscheinlich gar nicht mehr angreifen. Ich frage mich, wie wir an den Kristall Kalis dann noch kommen, wo der sich befinden wird. Uray hat sich jetzt auf Braxis befunden, aber ich frage mich, Kalis, haben sie nicht wenigstens Kalis behalten? Ich meine, das war ja der, glaube ich, mit den dunklen Energien, oder?
bin mir da gerade gar nicht mehr sicher. Ich bin bereit. Für Ayur. So. So ist es. Ich bin dazu bereit. Okay, blöde Idee. Sehr blöde Idee, Arthanes. Wir zerstören einfach nur den Energiegenerator. Ja, Exekutor. Ich bin dazu bereit. Übrigens sieht der originale Arthanes so aus, als hätte man ihm einfach nur einen Sack über den Kopf gestülpt. Das ist so merkwürdig. Da finde ich den neuen schon besser. Er sieht auch mehr wie der aus, der er halt in StarCraft 2 dann ist. So. Und ihr seht schon, die schalten sich jetzt alle ab. Exekutor, jetzt wo der Energiegenerator zerstört ist, sind die Geschütztürme auf dieser Plattform nicht mehr in Funktion. Wir brauchen Verstärkung, um diese Aufgabe zu beenden. Die Verstärkung ist jetzt unterwegs, junger Templer. Ja, und da ist sie. Wir haben ein paar dunkle Templer bekommen und wieder Dragoner. Sehr, sehr gut. Um diesen Bunker müssen wir uns jetzt theoretisch auch gar nicht mehr kümmern. Wir können jetzt, da die ausgeschaltet sind, hier landen. Was uns dann wiederum befähigt, hier uns weiter vorzukämpfen zu diesem Generator. Aber dafür brauchen wir die Einheiten, die wir jetzt bekommen haben. Also es ist schon eine coole Idee, eine Mission so aufzuziehen. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Und es ist halt auch mal wieder was komplett anderes. Und ihr werdet auch spätestens in StarCraft 2 dann merken, dass sich Blizzard da sehr viel Mühe gibt, auch zu variieren in den Missionstypen. Wie eine Mission abläuft und so. Und das ist schon echt, das ist echt cool gemacht. So. Die einzige Schwierigkeit hier könnte jetzt sein, diese Bunker auszuschalten. Denn das ist natürlich nicht so besonders einfach. Wir müssen jetzt einfach mal hoffen, dass sie in der Nähe keine Detektoren haben, denn dann können unsere dunklen Templer hier eigentlich schon den Deal sealen. Seal the deal. Ich möchte eigentlich keine von meinen Einheiten jetzt in ein Selbstmordkommando da schicken. Ich bin bereit. Die werden wahrscheinlich nochmal ganz wichtig gegen Flugeinheiten vom Gegner, die kommen werden. Das könnt ihr mir glauben. Speichern jetzt hier nochmal. Sie haben keine Detektoren in der Nähe. Das ist großartig. Und sofern da jetzt kein Forschungsschiff irgendwo antanzt. Können wir auch schön diese Bunker ausschalten und kommen dann schon mal ein ganzes Stück weiter. Tja, VED. Was sagt ihr denn zu dieser Protoss-Technologie? Ich meine, die kannten uns ja vorher noch gar nicht. Okay, wir haben jetzt hier das. Sie haben tatsächlich ein Forschungsschiff, aber das werden wir jetzt verjagen. Stellt euch mal schön hier hin und jetzt schießt. Da sie, glaube ich, keine Einheiten produzieren in diesem Level, werden sie davon irgendwann keine mehr haben. Was ist denn da vorne? Wir müssen natürlich auch unsere Beobachter nutzen. Hier könnten wir theoretisch auch weiter. Das würde dann zu diesem Generator führen. Ich möchte auf jeden Fall mal gucken, wo das hier oben hinführen soll. Da oben hin. Okay. Und dann? Da irgendwie rum? Dann lass uns das mal so machen. Wir testen es aus. Dann werden wir jetzt mal an dieser Seite hier die Raketentürme zerstören. Ich weiß nicht, ob das zu irgendetwas führt. Theoretisch, wie gesagt, werden die sich sowieso abschalten, aber vielleicht kommen wir ja von hier hinten an den Generator besser ran. Aktuell sieht es auch nicht so aus, als würden sie irgendwie sich großartig wehren.
Denn ich sehe hier zum Beispiel keine Panzer. Wie auf der anderen Seite hier vorne. Ich bin bereit. So, Artanis brauchen wir auch mal. Artanis ist ziemlich stark gegen andere Lufteinheiten. Was wünscht ihr? Ich glaube, der würde selbst einen Träger in kürzester Zeit zerpflücken. Ich bin bereit. Ich bin dazu bereit. Was wünscht ihr? Ja, Artanis braucht einfach mal zwei Schüsse für einen Raumjäger. Wie krank ist das bitte? Ich bin bereit. Ja, er braucht zwei Schüsse. Zwei fucking Schüsse. Kommt gerne her, Raumjäger. Artanis wartet auf dich. Ja, Exekutor. Ja. So ist es. Was wünscht ihr? So, das ist so krank, ey. So. Ich bin dazu bereit. Betrachtet es als erledigt. Ich sehe hier jetzt noch Raumjäger. Für Ayur. Ich bin dazu bereit. Für Ayur. Was wünscht ihr? So, und im Prinzip können wir jetzt das Ding schon ausschalten. Betrachtet es als erledigt. Wir machen das jetzt mal eben nur mit Artanis. Um hoffentlich mal sicher zu gehen. Wir wollen hier nicht noch irgendwie die Aufmerksamkeit von irgendwem erhaschen. Aber ja, so war das natürlich sehr einfach. Hier von hinten einfach rangesneakt. Hier müssen wir auch noch gucken, wie wir an das Biest am einfachsten rankommen. Aber wenn dieser Generator aus ist, dann schaltet sich schon mal diese ganze Reihe hier ab. Und wir können dann noch einfacher reinkommen. Oder es kann auch sein, dass es nur der Bereich hier ist. Auf jeden Fall schon mal viel weniger. Zurück. Am schwersten dürfte das hier werden. Ich glaube, hier waren schwere Kreuzer und sowas. Ich verliere schon selbst an Leben hier. Ist ja bei Terraner-Einheiten so. Und weg. So, jetzt ist... Die Verstärkung ist jetzt unterwegs, junger Templer. Das ist alles aus und jetzt können wir viel leichter zum Beispiel diese Panzer hier zerstören. Wir haben noch wieder einen Haufen Units gekriegt. Berserker, Dragoner und dunkle Templer. Das ist ja sehr nett von dir, Zeratul, dass du da nochmal ein bisschen was spendierst, ein bisschen was springen lässt. Ich denke mal, die werden wir hier oben hinschicken. So viele Shuttles, die man nachher hat, ey. Wohin soll meine Wut sich richten? Okay, da oben sind auf jeden Fall noch Raketentürme. Die werden wir so nicht los. Was wünscht ihr? Was wünscht ihr? Goliath sehe ich da auch. So, kommt mal mit. Mit rüberkommen. Ihr könnt eigentlich alle mit rüberkommen. So. Sechs Shuttles voll mit Protoss-Einheiten. Kümmern wir uns also nun als nächstes um diesen Generator. Die Raumjäger haben wir hier alle vernichtet.
Das ist auch gut so. Ja, Exekutor. Jetzt müssen wir uns aber mal zuerst um diese Panzer kümmern. Mit unseren Scouts wird das hier ein leichtes. So, da kommt ein Goliath, da ziehen wir uns mal eben zurück. Das können gerne die Berserker übernehmen. Da. War das der Goliath, den wir da eben oben gesehen haben, der jetzt einfach den ganzen langen Weg gegangen ist? Oh, oh, oh.